Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Conan. Das letzte Mal haben wir den Bettlern ihr ganzes Geld gestohlen, haben eine ganze Menge Quests abgegeben, Questbelohnung bekommen, die wir aber alle nicht annehmen konnten, weil ich mein Inventar voll hatte. Und das werden wir jetzt gleich mal lösen, indem wir mal hier. Du kannst nichts. Bist du ein Händler oder nicht? Da bist du ja. Möge kommen deine Beine und deine Klinge. Aber hier muss ein Händler sein, mich ist bescheuert. Da ist keiner. Ist ja nirgends so ein Händler. Ich ist blöde. Du nicht? Ach, geil. Ich gehe jetzt mal ganz kurz, dann gehe ich halt hoch zu dem. Ist mir auch egal. Ja, komm hier. Brauche ein bisschen mehr Speed. So. Da haben wir einen. Ja. So, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Das war ein Buffer, brauchen wir nicht, denke ich mal. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Egal, alles weg hier. Brauchen wir auch nicht. Alles Mist. Das hier. Auch nicht, brauchen wir auch nicht. So. So, ein bisschen Questbelohnung ab. Danke. Danke. Dann haben wir die hier. So, die beste Rüstung hier ist alles sonst nur leichte Rüstung. Zack. Haben wir das auch. Die ziehen wir dann auch gleich mal an. So. Rest können wir dann verkaufen. Gehen wir mal zu die Liga. Sag, was du willst. Hier sind die Händen, jetzt her mit der Raubes Albstück. Hast du meinen Auftrag tatsächlich ausgeführt? Bei den Göttern. Du bist ein Wunder. Na, dann lass mal sehen. Beweis es mir. Ja. Du hast es getan. Du hast tatsächlich drei Bettler um ihr letztes Hemd gebracht. Der Himmel lacht über Lord Admiral. Noch ein paar solcher Aufträge und ich bin genauso jämmerlich wie Stromsoldaten. Es ist immer wieder amüsant, wie die Machtlosen über die Starken jammern. Hier ist das wertlose Ding, um das du gebettelt hast. Bravos wurde freigelassen, während du den wehrlosen Bettlern von Tortage aufgelauert hast. Wenn du also zu ihm willst, solltest du dein Glück in Bartholomos Schreibstube versuchen. Pass auf dich auf, hier in Tortage. Ja, laber nicht rum. So. Dann haben wir jetzt noch. Ach, das nervt mich ja. Das ist die Quest. Ich gar. So. Ich will rechts überhaupt noch. Ah, naja, gut. Wir probieren es mal. Es nervt mich, dass ich den nicht gemacht habe. Egal. Gehen erstmal hier rein, in die Schreibstube. Und sprich mal mit der verwirrten Seele. Hallo. Ich habe dir ja den ersten Splitter des Siegels abgenommen. Ach, bitte, nicht so laut. Ich habe seit letzter Nacht schreckliche Kopfschmerzen. Zu viel Rum, fürchte ich. Schlecht fürs Hirn. Aber das sind gute Neuigkeiten. Zeig mir den Splitter. Bitteschön. Ja, das ist er. Ich habe, seit ich hierher kam, unzählige Schriften gelesen, um die Inschrift zu entziffern. Sie besteht zumeist aus schlechten Gedichten über meine Ahnherrin Kira und ihre Hexenkräfte. Sie konnte Dämonen beschwören. Und was ist mit dem zweiten Splitter? Ich verlor ihn an einen kuschitischen Kapitän namens Sakumbe. Aber nicht durch Diebstahl. Ich verlor ihn beim Würfeln, als ich hoffte, genug Gold zu erspielen, um Delia den ersten Splitter abzukaufen. Ich weiß, ich klang wie ein Verrückter, als ich in dieser Zelle saß. Aber alles, was ich sagte, ist wahr. Ich höre Kira in meinen Träumen. Sie ist ein Schatten in meinem Geist, der mich ruft. Du hast mir noch nicht gesagt, was aus dem dritten Splitter des Siegels wurde. Kira befahl mir, auf dieser Insel danach zu suchen. Sie sagt, unsere Familie lebte hier, vor langer Zeit. Ich verdinge mich als Lehrling, um die Schriftrollen über die Geschichte der Insel lesen zu können. Demnach ist Kira auf Tortage gestorben. Die Stimme in meinem Geist, die Schattenfürstin, sie sagt die Wahrheit. Sie hat mich gerufen. Ich werde mit Sakumbe reden. Ich habe das Gefühl, dass ich endlich am Ziel bin. Kiras Krypta ist irgendwo auf den Barachan-Inseln. Aber ihre Stimme in meinem Geist ist mitunter verwirrend. Die Schätze in der Krypta interessieren mich nicht. Ich will nur wissen, was aus meiner Ahnherrin wurde. Finde Sakumbe und wir werden dieses Rätsel lüften. Leb wohl. Jo, mach's gut.
Ja, bei Sakumbe, da müssen wir mit dem Würfel spielen. Und das ist so eine Glückssache, ob man da gewinnt oder ob man da ordentlich Geld rauslässt. Beim letzten Mal spielen mit meinem Waldi habe ich da relativ schn habe ich gleich beim ersten Mal das Ding bekommen. Wir haben noch einen betrunkenen Piraten. Hallo. Wenn dir der Sinn nach Rum ist, Ach mein nee. Schön, geh nur. Könnte ich jetzt auch noch machen, aber ich. Überwehr und besauf mich. Ja, mach das mal. Werde aber erstmal hier mit Captain reden. Ich werde jetzt die Quest abgeben, wenn wir Level 17 sind, werde ich schon mal die nächste Stufe von der Schicksalsquest machen, dass euch auch nicht so, dass euch nicht ganz so langweilig ist. So, hallo Redrick. Was ist los? Ich bringe dir deine Ladung zurück. Ha! So sehr ich es Ihnen auch wünsche, dass Krom Ihre Seelen verschlingt, weil Sie Redrick betrogen haben, ging es mir nur um meine Fracht, nicht um Rache. Also gib's mir, bitte. Schön. Ah, ausgezeichnete Arbeit. Redrick dankt dir. Jetzt muss ich nur noch den Rest der gestohlenen Fracht sortieren. Noch mehr Probleme? Krom soll mich holen, wenn das nicht stimmt. Diesmal haben mich meine eigenen Freunde bestohlen. Was fehlt sonst noch? Ein seltener Stahl, der mir ein hübsches Sümmchen einbrächte. Dieser gierige kleine Schmied Turach will für das Metall, das ich ihm bringe, nichts mehr bezahlen und hat beschlossen, es stattdessen zu stehlen. Denkt dieser Narr, Redrick lässt sich das gefallen? Wie wäre es, wenn du mir hilfst? Ich weiß, ich kann dir vertrauen. Ich rede mit Turach, aber ich glaube, er ist unschuldig. Hat er dich bestochen? Blut und Donner! Und wenn er Gold scheißt und dich mit Schätzen überhäuft? Ich weiß, dass er es war. Finde diesen Lügner und bring mir meinen verdammten Stahl zurück. Sicher findest du ihn bei seinem Scheißdamm vor den Thron. Möge dir das Wetter gewogen sein. Ja, ich glaube, die mögen sich echt beide nicht. Wie viel? 1000 noch. Das könnte sogar noch klappen. Es könnte, also nagelt mich jetzt nicht fest. Es könnte klappen. Ich weiß es wirklich nicht, ob es klappt. So, jetzt aber erstmal zu Sakumbu, Sakumbe, Samupfe, wie auch immer. Naja, ich mag ihn nicht. Ist ja auch ein Vollidiot, der Kollege. Bin mal gespannt, wie oft wir das probieren werden. Hallo, Sakumbe. Ei? Sei gegrüßt, Sklavenhändler. Reden wir über den Schatz, den Orabos abgenommen hast. Du willst, was ich ehrlich gewonnen habe? Nicht mit mir. Aber Sakumbe ist ein vernünftiger Mann. Soll das Schicksal entscheiden. Würfelst du eine höhere Zahl als ich, gehört der Schatz dir. Bist du dabei? Was gibt es für einen kleinen Preis Gerechteres? So, bitteschön. Und jetzt würfle. Dann würfeln wir mal. Drei. Ist dir dein Schatz wirklich so wichtig? Sakumbe fragt sich, warum, hä? Und Sakumbe? Du würdest dieses Spiel wahrscheinlich den ganzen Tag spielen, wenn es ginge, oder? Ich Ich will mal. warte. Die Münzen bitte. Das meine ich damit, man kann auch ganz schön Geld verlieren bei ihm. Bitteschön. Würfle, wenn du soweit bist. Sechs. Tja, damit habe ich nicht gerechnet. Mir scheint, das Glück der Götter ist auf deiner Seite. Aber Sakumbe ist ein guter Verlierer. Nimm deinen wertlosen Schatz und verschwinde. Verschwende nicht meine Zeit. Irgendwann trete ich dir mal den Arsch. So. Dann. Haben wir jetzt noch was wir abgehen? Wir müssen jetzt noch mit Turach sprechen. Aber wir werden erstmal dem Kollegen da hinten sein Siegel wiedergeben. Fehlt noch 1000 und ein bisschen. Ha! Ja, das ist gar nicht so einfach. Überlegen. Das Level 16, dann Level 17. Ich glaube nicht so Level 18, dann fehlt uns trotzdem noch mindestens noch ein Level. Ah, ich weiß nicht, wie ich es mache. Aber wir Was sprechen mit willst du ihm. von mir? Ich habe den zweiten Splitter von Sakumbe bekommen. Ich bin überrascht, dass du den Splitter seinen gierigen Fingern entreißen konntest. Kann ich ihn haben? Geht schön. Ja, das ist er. In den Inschriften dieses zweiten Siegels und den Schriften, die ich hier gelesen habe, wird Kiras letzte große Tat enthüllt. Im Licht der Sterne einer mondlosen Nacht beschwor sie einen Dämon, den sie nicht beherrschen konnte. Die Menschen von Tautage jagten sie, um sie für ihre Hexerei zu töten. Und wie ging es mit dir weiter? Ich weiß es nicht genau. Der Schatten in meinem Geist spricht nicht darüber und die Schriftrollen konzentrieren sich auf den Tod von Kiras Mann. Er wurde in eine Höhle gejagt und darin eingemauert. Selbst jetzt spricht Kira mit mir. Ihr Mann hatte den dritten Splitter des Siegels.
Das Siegel könnte immer noch in der Höhle bei den Gebeinen ihres Mannes liegen. Sei vorsichtig. In der Höhle wurde Kiras Mann zum Sterben zurückgelassen. Die Stimme in meinem Geist spricht von Gefahr und Dunkelheit. Ich schlage vor, dass du die Höhle unter dem Berg durch den Eingang hinter dem Leuchtturm hier im Hafen betrittst. Pass auf, wem du hier vertraust. Ja, und da würden wir wieder in die Höhle zurückkommen. In die Küstenhöhle. Ich könnte ja mal schauen, die drei Spiele, das hört sich eigentlich wirklich ganz cool an. Vom Quest her. Das könnten wir nicht auch noch machen. Das ist aber noch ein ganzes Stück. Was kriegen wir dafür eigentlich? Da kriegen wir Panzerstulpen. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich will eigentlich von Totage runter. Schnell wie möglich, aber das bringt jetzt auch nichts da sinnlos rumzurennen. Die Quests, wir müssen da wenigstens ein paar Quests machen, dass wir überhaupt Level 19 werden, um überhaupt von Totage runter zu kommen. Aber ich werde es jetzt anders machen, ja. Ich werde jetzt erstmal da hinten diesen Zeremonienmeister töten. Ihr wisst ja wen. Den haben wir schon mal umgehauen. Den werden wir jetzt halt noch mal umhauen. Um die Quest zu beenden. Da gibt es auch noch ein ordentlich EP. Und dann sollten wir auf jeden Fall... Leck. Schön. Auf jeden Fall das Level auf jeden Fall mal haben. Dass wir... Level 17 zumindest. Dann werden wir die nächste Schicksalsquest angehen und dann leckt hier gerade wieder wie die Hölle stellenweise. Und dann werden wir schauen, ob wir das so zusammenkriegen. Irgendwie wird das schon funktionieren hier. Da gehe ich mal nochmal dreist von aus, dass es funktionieren wird, oder wir werden jetzt sterben. Wäre jetzt natürlich auch möglich hier bei den ganzen... Oh, da kommt aber jemand schon zu Hilfe. Und das sieht ganz gut aus, dass wir dann nicht sterben werden. Schön, dass uns da jemand zu Hilfe kommt. Oh, jetzt ist da noch einer. Hallo. Ist hier mega Respawn oder was? Das ist echt nicht nett, was ihr hier macht. Mann. Könnte nicht sowas machen hier. Was sollen denn die Leute von euch denken? Mann. So. Ich leg schon mal Heiltränke rein. So. Also den Zeremonienmeister werden wir auf jeden Fall so schaffen. Alleine. Ist so eine Gruppenquest, aber das geht eigentlich ganz gut. Also da habe ich bis jetzt mit keinem Charakter, den ich gespielt habe, irgendwelche Probleme gehabt. Ich habe das auch mit einem Fernkämpfer Waldi gemacht und so, also das ist kein Problem, den niederzukriegen. Machen wir jetzt nur gerade ein bisschen Sorgen um unsere derzeitige Situation. Ich hoffe, der ist auch gleich da. Das wird spannend. Uiuiui. Das war schon echt enge jetzt. Na gut, so sollten wir jetzt natürlich nicht den uns dem Zeremonienmeister stellen. Das wäre natürlich sinnfrei. 20 Sekunden. Level 16, der ist glaube ich Level 19, glaube ich. Level 18. Level 18, das ist halt, wie es geht. Sollte eigentlich kein Problem sein. Komm, wir machen den jetzt. Scheiß drauf. Was kostet die Welt? Wird schon. Kommen wir jetzt mal ordentlich Zeug hier rauf und dann... Hallo. Kombo, danke. Das
wäre natürlich jetzt auch nett, wenn das Spiel jetzt relativ stabil läuft und nicht rumleckt, dann wäre das vorsichtshalber nämlich mein Heiltrank. Ich weiß jetzt nicht, was, ob der jetzt noch irgendwas auf dem Petto hat. Deswegen würde ich dann lieber auf Nummer sicher gehen und wir haben es geschafft. Und Level 17, schönes Ding, sehr, sehr schönes Ding. Das hat uns gebracht. GZ von der Gilde, das ist natürlich nur schön. Neue Talentpunkt, erzürnter Schlag 3. Das ist, glaube ich, brutaler. Das ist der hier. Jetzt haben wir sogar noch zwei Kombo-Schritte, die wir machen müssen. Überattacke 1, aha. Und ein Talentpunkt. Ich glaube, irgendwas gelesen zu haben, dass Überattacke 1 zum Beispiel ein das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ein Doppelangriff, ein von einem Schildschlag gefolgter Schwerthieb. Ja, jemand hat da schon gesagt, ich soll mir mal neues UI holen. Werde ich mal schauen. Er ist sofort wieder ready. Das scheint eine Art. Wissen nicht, bringt ja irgendwas? Muss gleich mal schauen, ob der was bringt. Das ist eigentlich nur Schaden. Egal. So, gucken wir mal hier noch einen Punkt reinsetzen irgendwo. Was haben wir hier? Genesung, natürliche Gesundheitsgeneration, das ist natürlich auch nicht schlecht. Chaos-Schrei erhöhen oder Begabung, das ist, wäre jetzt die DPS-Erhöhung. In und außerhalb von Kämpfen, also in Kämpfen auch. Aber ich werde mal die leichte DPS-Erhöhung nutzen. Und schon wieder überzogen und wir springen schon wieder hier runter und brechen uns schon wieder die Beine. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir noch in die Küstenhöhle, holen uns das dritte Siegel und dann geht's auch weiter mit einer Armbrust. Nein, dann geht's auch weiter langsam mit der Schicksalsquest. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.